In diesem Video entsteht ein komplettes eigenes Drumkit. Und zwar jeder einzelne von diesen Sounds. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Producer. Signature Sounds, das sind die Elemente in der Musik, die eure eigene Handschrift tragen. Die eure Songs also einzigartig klingen lassen und Wiedererkennungswert schaffen. Das kann zum Beispiel eine besondere Stimme sein oder eine ungewöhnliche Effektkette auf dem Piano. Oder aber es sind eigene Drum Sounds oder Instrumente, mit denen niemand anders auf der Welt arbeitet. Heute hat Steinberg eines der innovativsten neuen Sounddesign-Plugins veröffentlicht, mit dem das Erstellen eigener Signature Sounds so einfach wird wie wahrscheinlich nie zuvor. Backbone. Im heutigen Video gebe ich euch meinen eigenen Workflow beim Gestalten von Drum Sounds mit Backbone mit. Dieses Video wurde von Steinberg unterstützt und ich freue mich darauf, euch in die Welt des Gestaltens eigener Signature Sounds zu begleiten. Bevor wir aber in das Sounddesign einsteigen können, sollten wir uns zu Beginn noch eine kurze Frage stellen. Ton oder Geräusch? Das hier ist ganz eindeutig ein Ton. Darin gibt es also ein kurzes Segment im Audiosignal, eine definierte Wellenlänge, die sich mehrfach wiederholt. Und deshalb können wir darin eine Tonhöhe ausmachen. Das hingegen ist ganz eindeutig ein Geräusch. Darin gibt es keine Wiederholungen in den Wellenlängen im Signal. Die Wellenform ist also chaotisch und deshalb können wir darin keine Tonhöhe ausmachen. Aber was ist denn zum Beispiel das hier? Ton oder Geräusch? Die Antwort darauf ist ganz eindeutig beides. Ton und Geräusch. Es gibt unendlich viele Beispiele für Sounds, in denen wir sowohl einen tonalen Anteil als auch einen Geräuschanteil haben. Die sind oft nur unterschiedlich laut. Und was hat das Ganze denn eigentlich mit Backbone zu tun? Naja, Backbone kann Samples so zerlegen, dass wir ihren tonalen und Geräuschanteil einzeln zur Verfügung haben. Und das gibt dem Sounddesign unglaubliche Möglichkeiten. Hören wir uns das mal mit diesem Sound an. Den kann ich in Cubase ganz einfach per Drag and Drop in Backbone reinladen und auf so einem Layer fallen lassen. Jetzt kann ich das Ganze mit dem Keyboard spielen. Backbone verfügt hier oben über diesen Decompose-Bereich, in dem man genau das Signal trennen kann in Tonal- und Geräuschanteil. Wenn ich hier oben auf Pre-Listen klicke, kann ich mir zum Beispiel nur den tonalen Anteil solo anhören. Oder den Geräuschanteil. Mit einem Klick auf Apply wird das Ganze in zwei Samples zerlegt, nämlich den tonalen und den Geräuschanteil. Und die beiden lassen sich nun individuell bearbeiten und auf jede erdenkliche Weise verformen. In Backbone haben wir 8 sogenannte Layer hier auf der linken Seite. Und wir können auf jedem davon ein Sample einfügen und die damit miteinander kombinieren. Jeder Layer verfügt über diese 5 Effektmodule, mit denen wir das Sample nach allen Regeln der Kunst verbiegen können. Ein ganz besonderes Highlight dabei ist dieser Resynth-Bereich hier an zweiter Stelle. In dem haben wir 2 verschiedene Algorithmen zur Verfügung, mit denen wir das Sample auf folgende Weise verändern können. Einmal den Purity-Parameter, der in diesem Fall das Ganze tonaler klingen lässt. Wir können es auch im Tempo verändern. Und wir haben noch einen anderen Resynth-Mode, in dem das Ganze ein bisschen geräuschmäßiger klingt. Heftig, was sich mit den Funktionen schon alles für Sounds erzeugen lassen. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Wir können mit Backbone eine unendliche Menge an Drum-Sounds erzeugen, die alle unsere eigene Handschrift tragen. Und dafür gebe ich dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, wie das mit Backbone gehen kann. Gestalten wir doch zum Beispiel eine Kickdrum. Beim Gestalten neuer Sounds können unsere Samples zweierlei Ursprung haben. Recorded oder synthetisiert. Recorded Samples können also beispielsweise Sounds sein, die wir mit dem Mikrofon wirklich selbst aufnehmen und schneiden. Synthetisierte Samples hingegen werden mit Synthesizern oder mit Plugins erzeugt. Wenn wir zum Beispiel mit einem schönen Sinuston starten wollen, dann kann ich mir in Cubase den Retrolog laden und mir hier im ersten Oszillator die Wellenform Sinus aussuchen. Dem kann ich, wenn ich will, noch ein bisschen Tube Distortion hinzufügen und spiele mir das Ganze als tiefen Ton über einen Takt ein. Das Ganze kann ich anschließend mit der Render-in-Place-Funktion in Cubase rendern lassen und habe das Ganze als Audio-File vorliegen. Für unsere Kickdrum wollen wir mal damit starten, denn es gibt uns später eine ganze Menge Bass hinzu. Zu Beginn interessiert uns erstmal das Pitch-Modul in der Mitte. In Backbone lässt sich jedes Modul nochmal groß öffnen, wenn wir hier oben auf die Überschrift klicken. Hier drin können wir festlegen, auf welcher Tonhöhe unser Sample gespielt wird, wenn wir das mittlere C anschlagen. Das können wir hier mit Pitch verändern.
Außerdem können wir mit dieser Kurve festlegen, wie sich die Tonhöhe über die Zeit verändern soll. Für Kickdrums ist es oft eine gute Idee, von einem hohen Ton zu einem tiefen abzusinken, und zwar sehr schnell. Dafür stelle ich auf der linken Seite Envelope Amount mal auf einen höheren Wert und wir hören uns das an. Na, das kann schon noch ein bisschen schneller gehen. Durch Doppelklicken kann ich auf der Kurve übrigens noch weitere Punkte hinzufügen und damit auch eine spannendere Pitch-Entwicklung hier einzeichnen. Unser Sample klingt im Moment ganz schön lang. Damit lässt sich ja vielleicht eine Trap-Kick gestalten, aber ich möchte das gerne ein kleines Stückchen verkürzen. Und dafür brauchen wir das Modul ganz rechts, nämlich Amp. Hier über den Decay-Parameter kann ich unsere Kickdrum verkürzen. Wunderbar. Und auch darin befindet sich wieder ein Envelope, mit dem wir den Lautstärkeverlauf über unser Sample gestalten können. Backbone bietet uns wie gesagt bis zu 8 verschiedene Layer für unsere Samples an. Denn interessante Sounds entstehen besonders dann, wenn man verschiedene Samples miteinander kombiniert. Und genau das wollen wir hier mal tun und auf den Layer Nummer 2 ein neues Sample laden. Zum Beispiel aus der Bibliothek, die Backbone direkt mitbringt. Wir sehen hier in der Media Bay, dass das an sich schon über 1600 Sounds sind, die mit Backbone mitkommen. Ja, und die kann ich mir hier oben nach verschiedenen Attributen filtern lassen und mir zum Beispiel so einen Sound raussuchen, den ich interessant finde. Die hören wir übrigens direkt, während die Media Bay geöffnet ist. In diesem Fall ist das Glitch-Sample zum Beispiel sehr interessant, weil uns das noch ein bisschen Noise mit dazu gibt und es klingt ein bisschen nach Vinyl-Kick. Und auch das kann ich zum Beispiel noch pitchen oder verkürzen. Außerdem kann ich hier oben im Amp-Modul mit Level festlegen, wie laut ich eben dieses zweite Sample zumischen möchte. Aber auch hier kann ich zum Beispiel mit eigenen aufgenommenen Sounds experimentieren. Jede dieser Kickdrums ist einzigartig und ich kann ihnen durch meine Samples und Einstellungen meine eigene Handschrift geben. Wenn ich zum Beispiel dieses Anschlagsample bei mehreren Kickdrums verwende, dann bekommen die einen hohen Wiedererkennungswert in meinen Drums. Ja, wir alle kennen das, diese nervigen 3 Klicks zum Exportieren von Sounds als Audio-File. Aber nein, nicht mehr mit Backbone. Hier kann ich ganz einfach dieses Sample per Drag-and-Drop in mein Cubase-Projekt ziehen, indem ich das hier bei diesem kleinen File anfasse und einfach in Cubase fallen lasse. Fertig. Schon habe ich das Sample als Audio-File und kann das jetzt in jeden beliebigen Sampler importieren. Okay, so lässt sich also in wenigen Minuten eine Kickdrum erzeugen. Ich packe übrigens alle Samples, die hier in diesem Video entstehen, zum Download in unseren Freemember-Bereich auf meinhomestudio.de. Die könnt ihr euch hier oben abholen. Okay, wie sieht's denn jetzt mit anderen Drum-Sounds aus? Zum Beispiel mit Snare-Drums. Backbone bringt eine große Library an Presets mit und im Fall der Snare wollen wir mal mit einem solchen Preset starten. Ich klicke hier oben auf Load und kann in der Media Bay rechts zum Beispiel nach Snares suchen. Starten wir zum Beispiel mit dieser Snare. Die besteht hier also im Moment aus 2 Layern, nämlich dem tonalen Anteil und diesem Noise-Anteil. Wir können diesen Sound jetzt zu unserem eigenen machen, indem wir zum Beispiel neue Layer hinzufügen und die Parameter verändern. Ich möchte zum Beispiel hier 2 Sounds, die ich selbst aufgenommen habe, mit hinzufügen zu Layer 3 und 4. Das erste ist dieses hier. Das erinnert uns vielleicht entfernt an eine Clap und genau so einen Sound möchte ich daraus gern machen. Und hier unten kommt noch dieses Sample hinzu. Ja, und hier draus möchte ich eher so ein Noise-Sample machen. Lasst uns mal mit dem Clap-Sound starten. Den wähle ich aus, schalte den Solo und den möchte ich als nächstes ein bisschen filtern. Das führt uns zu einem neuen Modul, nämlich dem gelben Filter hier drüben. Damit habe ich die Möglichkeit, das Frequenzspektrum einzuschränken. Außerdem bietet uns das Filter noch die Möglichkeit, unser Signal zu verzerren. Hier drüben kann ich einen Distortion-Type auswählen und ich möchte dem hier ein bisschen Tube-Drive hinzugeben. Hören wir mal rein. Und ich kann hier außerdem an der Stelle, wo Cutoff positioniert ist, noch ein bisschen Resonanz hinzufügen. Klingt doch viel spannender. Im nächsten Schritt wollen wir uns dem anderen Sample von mir zuwenden und das Resynth-Modul dafür nutzen, um dort noch mehr Noise rauszubekommen, beziehungsweise das Noise-Sample dann so weit zu verkürzen, dass es wirklich nur das Anschlaggeräusch unseres Drum-Sounds macht.
Dafür schalte ich das Resynth-Modul hier oben links an und wechsle hier in den Resynth-Modus Noise. Jetzt möchte ich das ganze Sample gerne langsamer abspielen, damit ich mehr von dem Rauschen am Anfang mitbekomme. Sowas in der Richtung. Und wir haben hier über den Form & Shift Parameter die Möglichkeit, das Sample insgesamt noch höher klingen zu lassen. Ich möchte dieses Rauschen wirklich nur am Anfang unserer Snare Drum als Anschlaggeräusch verwenden und deswegen nutzen wir das Amp-Modul auf der rechten Seite, um das Ganze zu verkürzen. Sowas genügt schon. Außerdem sind ein bisschen zu viele Höhen reingeraten und ich würde das Filter gerne noch nutzen, um hier was von den Höhen wegzunehmen. So ist angenehmer. Als nächstes wollen wir unsere Layer nun miteinander kombinieren und nehmen die mal Schritt für Schritt hinzu. Die Ausgangssnare war diese. Mit der Clap zusammen. Und dazu Noise klingt so. Und dieser tonale Anteil hier oben, den hätte ich gern ein kleines bisschen tiefer. Okay, damit klingt unsere Snare doch schon ein ganzes Stückchen fetter. Ein Schritt fehlt noch und der zeigt uns eine große weitere Funktion in Backbone. Nämlich hier oben verbirgt sich der Button Effects und damit öffnet sich hier der untere Bereich, in dem wir nochmal viele verschiedene Effekte hinzufügen können zum Sound. Im Moment liegt hier bereits ein Limiter, der unsere Snare ein ganzes Stückchen fetter und komprimierter klingen lässt. Als nächsten Effekt möchte ich hier aber gern einen Bitcrusher hinzufügen. Also bewege ich mich hier unter Distortion und hier finde ich den Bitcrusher. Damit lässt sich die Bitrate und die Sample Rate unseres Sounds reduzieren und das klingt für Drums manchmal ganz spannend. Ja, ist ein bisschen Lo-Fi vom Feeling her und das können wir auch insgesamt hier zum Originalsound zumischen, was hier oft eine gute Idee ist. Dadurch klingt es ein bisschen dreckiger im Mix. Und einen weiteren Effekt möchte ich auch noch hinzufügen, nämlich unter Modulation den Ring Modulator. Ich lade hierfür mal da oben ein Preset, denn jedes dieser Effektmodule hat noch eine kleine Preset-Library mit drin und ich lade hier mal dieses Spooky Preset. Das ist doch ganz interessant. Und wenn ich dann mit meinem Sound zufrieden bin, dann kann ich das Ganze wieder exportieren. Ja, und das funktioniert für jede andere Kategorie von Drum Sounds auch so oder ähnlich. Für Hi-Hats ist das zum Beispiel ein Kinderspiel. Für die Closed Hi-Hat können wir zum Beispiel wieder dieses Sample verwenden. Das kürzen wir noch ein kleines bisschen ab. Und verwenden den Resynth-Modus hier drauf. Fertig! Und daraus ist auch im Handumdrehen eine Open Hi-Hat gestaltet, indem wir im Resynth-Bereich einfach den Hold-Modus nutzen. Super! Und so sind zum Beispiel auch aus dem Found Sound von dem Tür-Sample im Handumdrehen solche Toms hier gestaltet. Ja, und wenn wir dann genug Samples exportiert haben, dann können wir die natürlich in einen Sampler packen, um das Drumkit zu spielen. Und das mache ich hier mal mit Groove Agent, indem ich die Samples einfach per Drag and Drop auf die entsprechenden Positionen lege. Ja, und so schnell kann das eigene Drumkit stehen. Backbone kann übrigens bei weitem mehr als nur Drums. In der Media Bay finden sich Presets für ganz viele verschiedene Instrumente, zum Beispiel Bässe, Mallets, Whooshs und auch ganz experimentelle Sounds. Diese Beatskizze hier habe ich zum Beispiel ausschließlich mit fertigen Presets aus Backbone gebaut. Okay, das ist also Backbone. Ich finde das mega schnell und intuitiv und es wird wahrscheinlich eines meiner wichtigsten Tools für Sounddesign werden. Mehr Infos zu Backbone gibt's hier oben unter dem Link auf der Steinberg-Website. Wenn du deinen Drums oder Instrumenten also deine eigene Handschrift geben möchtest, dann probier's doch mal aus. Vielen Dank an Steinberg für die Unterstützung dieses Videos und euch ganz viel Spaß mit Backbone. Übrigens, am kommenden Wochenende, am Samstag um 10 Uhr, gibt's hier mal wieder einen Livestream, ein Live-Beatmaking auf dem YouTube-Kanal. Seid also gerne mit dabei, wenn wir wieder live an neuen Songs produzieren. Wer noch nicht abonniert hat, klickt gerne unten auf den Abo-Button und nehmt das Glöckchen mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut!